Hallihallo, ihr lieben Fräuleinchens, zu einem neuen Food Haul von mir. Ihr habt es ja schon gesehen, diese Woche war ich ausnahmsweise bei Edeka einkaufen, weil ich so ein kleines Zeitproblemchen habe. Ihr wisst ja, heute ist Dienstag, ich war gerade eben nach der Arbeit auch erst einkaufen und das Video soll ja heute auch direkt online gehen. Genau, wie gesagt, ich war bei Edeka, habe diese Woche 123 Euro mit Metzger und Bäckerei ausgegeben. Ja, und was ich so alles Schönes dabei habe, zeige ich euch wie immer in diesem Video und wünsche euch viel Spaß beim Ansehen. So, dann ganz kurz vorab, bevor wir wieder loslegen mit unserem Wochenplan. Leider ist es jetzt das zweite Mal schon vorgekommen, dass sich die Gewinnerin der Zirbendecke nicht gemeldet hat. Also bleibt mir nichts anderes übrig, als doch auch ein drittes Mal jetzt auszulosen. Und ich sage es euch ganz ehrlich, ein drittes Mal jetzt und danach ist jetzt leider Schluss, weil ich kann ja nicht jede Woche ein Gewinnspiel auslosen und dann meldet sich der oder die glücklichen Gewinner einfach nicht bei mir. Es ist, naja, ein bisschen blöd. Ich lose es auf jeden Fall gleich aus. Ihr findet es unten in den Kommentaren angepinnt. Genau, und dann bitte, bitte, bitte bei mir melden, damit die Zirbendecke auch endlich mal einen neuen Besitzer bekommt. Das ist verrückt, ne? Das geht ja jetzt seit 3 Wochen so, dass ich euch das Gewinnspiel versprochen hatte und irgendwie... Weiß nicht. Naja, schaut mal, ihr habt es vielleicht eben schon gesehen, man nehme den blauen Fleck weg. Ich habe mich einen Tag vorm Tätowieren, habe ich mich eingeklemmt. Ausgerechnet natürlich an der Stelle, wo ich tätowiert werden wollte. Ja, aber ich habe endlich mein Stay Strong. Ich hoffe, man kann es erkennen. Und ja, ich liebe es. Und es krustet jetzt auch gerade. Also es heilt aber auch richtig schön. Tut gar nicht weh. Tat auch nicht weh beim Stechen. Ja, ich bin total happy, dass ich jetzt endlich habe. Oh, ja, richtig cool. Genau, das erstmal kurz so vorab. Und jetzt fangen wir an mit dem Wochenplan. Ja, aus Zeitgründen gibt es bei uns heute nur Brötchen. Die Sophie ist nämlich heute Mittag nicht da. Ich muss da irgendwie produktiv sein. Dann gibt es bei uns Tortellini und Gurkensalat. Dann einmal Knödel-Rahmsoßensalat. Und ich sollte vielleicht dazu sagen, die Kinder haben bis auf heute die Gerichte zusammengeplant. Ja, also es kommt alles von den Kindern, was ich euch hier vorlese. Dann gibt es bei uns am Freitag Pizza, Baguette und Salat, denn da habe ich überhaupt keine Zeit und muss mal, also wir haben mehrere Termine, muss gucken, wie ich es irgendwie schaffe, zwischendrin wenigstens ein Pizza, Baguette aufzubacken. Wir haben noch übrig gebratene Nudeln und Spaghetti Carbonara mit Karottensalat wird es noch geben. Genau, wie gesagt, ausgegeben habe ich 123 Euro und ich habe viele Wünsche von den Kindern eingekauft. Unter anderem, wir legen los, von Alberto die Macaroni al Forno. Meine Kinder lieben die. Der Christian hat die immer gegessen und die Sophia die immer weggefuttert. Und deshalb hat sie gefragt, ob ich bitte die Nudeln kaufen kann, die sie im Papa immer weggefuttert hat. Und ja, das sind dann diese hier. Ich freue mich schon wieder auf die Kommentare, ey. So, dann hier sind dann die Baguettes. Ich habe jetzt ein Paket geholt, sind ja dann 2 Stück für jeden. Sophie bekommt was anderes, das zeige ich euch gleich. Habe jetzt die mit Salami genommen. Eigentlich essen wir die mit Champignons ganz gerne. Gab es aber leider nicht. Und dann für Sophie, sie hat sich dann diese Piccolini Salami Mini Pizza Teile ausgesucht. Jawohl. Dann durfte einmal Pommes mit. Gebraucht haben wir es nicht, aber Sophie möchte auch gerne mal wieder Pommes essen. Also haben wir die auch eingekauft. Was haben wir noch Schönes? Ja, beim Metzger, habe ich ja gesagt, waren wir auch. Da habe ich dann beim Edeka in der Frischotheke ein bisschen Aufschnitt geholt. Hat gekostet 6,49 Euro. So, dann ist jetzt auch meine Große endlich auf den Geschmack gekommen. Und zwar geht es hier um den Eierbrotaufstrich. Und ja, den habe ich bei Edeka auch entdeckt. Habe 2 Becher mitgenommen. Übrigens fand ich es heute ganz praktisch. Ich habe bei Edeka wirklich alles bekommen, was ich gebraucht habe, dass ich am Überlegen bin, ob ich künftig nicht öfters zu Edeka gehe. Erstens mal verfahre ich keinen Sprit. Und so viel teurer war es nicht. Ich meine, klar, es war jetzt schon ein bisschen teurer als sonst. Aber wie gesagt, ich war ja auch beim Bäcker und beim Metzger. Also da gibt sich nicht so viel, wenn man da so ein bisschen auf Angebote und auf die gut und günstig Produkte achtet. Finde ich, geht's eigentlich. Ja, war gar nicht so teuer, wie ich erwartet habe. Ja, machen wir weiter. Hat zwar bei den Kühlprodukten nichts verloren, aber da ist es halt drin gelandet. Und zwar habe ich 2 Packungen Eier geholt. Die brauche ich diese Woche für diverse Sachen. Dann für die Spaghetti Carbonara habe ich solche Schinkenwürfel von Edeka Bio eingekauft. So, jetzt kommen Angebote. Jetzt nicht wundern, ich brauche diese Woche nicht alles zum Kochen, aber Rama Creme Fin war im Angebot.
Und da habe ich insgesamt 7 Stück mitgenommen mit 7% Fett. Genau, richtig. Kostet nämlich diese Woche nur 69 Cent. Und ihr wisst ja, ich kaufe das eh immer ein und dann habe ich einfach zugeschlagen, weil es dann einfach günstiger ist als die günstige Alternative. So, dann habe ich hier noch 2 Scheibchen Leona-Wurst eingepackt. Das hat die Verkäuferin der Sophie in die Hand gedrückt. Sophie isst aber halt nicht gerne, deshalb hat sie es uns eingepackt und hat gesagt, dann soll es die Mami halt essen. Wie ihr seht, ich habe es nicht getan. So, dann habe ich von Hilcona die Tortellini mit Spinat mitgenommen. Die schmecken uns am allerbesten. Ich hoffe, es reicht. Das sind 500 Gramm. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht ganz so sicher. Wir werden sehen, aber es gibt ja auch noch Salat dazu. Da kann man sich ja auch auf jeden Fall satt essen. Ja, noch mehr Angebote habe ich mitgenommen. Unter anderem den Exquiser, der Sahnige. Der geht ja bei uns immer ganz gut. Dann war Mireille im Angebot. Da habe ich den jetzt mit Knoblauch noch genommen. Was haben wir noch? Dann von Mireille noch der mit französischen Kräuter. Also ihr seht, das essen wir total gerne zurzeit. Und einmal Frühlingsquark war ebenfalls im Angebot. Ich glaube für 65 Cent oder 69 Cent, so irgendwie. Dann durfte natürlich auch, obwohl ich im Edeka war, der Pelti-Joghurt nicht fehlen. Knickis heißt es bei Edeka von Kunden günstig. Der Joghurt mit diesen Knusper-Schokoperlen habe ich 2 Stück eingekauft. Mehr gab es nicht mehr. Und für mich habe ich auch Joghurt mitgenommen. Leider gab es den mit Erdbeeren nicht. Ihr wisst ja, den esse ich am liebsten. Und deshalb habe ich mitgenommen einmal Pfirsich, Maracuja. Und dann war noch im Angebot von Zott dieser Mokka Stichfest. Den habe ich früher so gern gegessen. Hatte den jetzt ewig nicht mehr. Und ja, hatte mal wieder Lust drauf. So, dann durfte Latte Macchiato to go mit natürlich. Wie soll es auch anders sein? Wieder 2 Becher, wie eigentlich jede Woche. Außer ich vergesse es mal wieder, ne? Genau, dann habe ich noch so ein Stück Parmesankäse mitgenommen. Dann haben wir immer Rama, war so das günstigste, was ich gefunden habe für aufs Brot. Und dann zum Schluss von den Kühlprodukten durfte noch einmal Junger Gouda in Scheiben mit. Yes, so, das war Körbchen Nummer 1, kommt an die Seite. Zack, da bin ich auch schon wieder. Dann für die gebratenen Nudeln habe ich dann einmal nochmal einen Lauch mitgenommen. Lauchporree, wie auch immer, gell? Und worauf ich mich besonders gefreut habe, dass ich das heute bei Edeka endlich wieder entdeckt habe. Chinakohl, da habe ich auch ein richtig fettes Teil mitgenommen. Wir lieben Chinakohlsalat. Und ja, da freue ich mich schon richtig drauf. Den wird es dann morgen geben. Dann, ultra wichtig, der Jannis war... Letzte Woche hatte ich ja Mandarinen gekauft, ne, beim Aldi. Und die waren so, so unglaublich lecker, dass der Jannis letzte Woche tatsächlich noch 3-mal bei Edeka war und hat Mandarinen-Nachschub geholt, weil ich die zurzeit so, so sehr liebe. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Unsere Kleine isst sie jetzt auch endlich wieder. Die hat sie früher geliebt. Ich habe sie so lange überredet, dass sie wenigstens probiert. Ende vom Lied. Ich schäle ihr bestimmt 5, 6 Mandarinen am Tag. Und deshalb habe ich auf jeden Fall gleich wieder ein Netz mitgenommen. Ich werde aber 100 Brot diese Woche nochmal nachkaufen. Aber ich dachte nicht, dass ich jetzt so viel kaufe. Da werden sie wieder nett gegessen. Und genau, auf jeden Fall einmal Mandarinen. Und die Mama ist glücklich, dass sie endlich eine Obstsorte gefunden hat, die ihr Kind gerne isst. Ja, so, dann habe ich noch einen großen Sack Möhren einmal mitgenommen. Ist auch ziemlich viel, sind 2 Kilo. Können wir lecker Karottensalat machen. Dann durften wieder Bananen mit. Wie viel haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, nee, 6. Das sind sogar 6 Bananen. So, dann habe ich eine rote, eine gelbe Paprika mitgenommen. Kommt bei uns an die gebratenen Nudeln. Dann durften wieder 2 Kiwis für unseren Jannis mit. Und insgesamt 3-mal Salatgurken. Jawohl. Genau, am Samstag haben wir übrigens Geburtstag gefeiert. Die Celine wurde ja 17 Jahre. Ja, war richtig schön. Ich habe ganz spontan mit ihrem besten Freund eine Überraschungsparty gemacht, während sie noch unterwegs war. Doch, es war echt richtig gut. Seit langem auch mal wieder was getrunken. Der Tag danach, der war halt dann dementsprechend nicht ganz so schön. Aber es war echt ein schöner, ganz, ganz entspannter Geburtstag. Und ja, bin mal gespannt, ob der 18. auch noch so entspannt sein wird, gell? So, dann habe ich wieder 2 Feigen für Celine mitgenommen. Und Celine isst die ja furchtbar gerne im Moment, aber sie sagt, auch die in Kroatien waren um Weiten besser, was ich verstehen kann, denn dort haben wir sie direkt am Baum abgepflückt.
Und sie und mein Vater, die haben ja quasi Wettessen um die Feigen dort immer gemacht. Ja, deshalb, ich nehme jetzt als paar mit. Und ja, dann durften noch Cherry-Tomaten für die Lunchbox oder halt auch zum Snacken mit. Und zum Schluss bei Obst und Gemüse habe ich dann wieder Heidelbeeren eingekauft. Jawohl. So, das war das. Zack, kommt an die Seite. Machen wir weiter mit dem nächsten Körbchen. Und da, ja, sieht es jetzt auch nicht dieses Mal so mega gesund aus. Ich habe diese Teile hier mitgenommen. Ich habe die das erste Mal jetzt gesehen. Diese vier Mini-Kuchen sind es. Und die heißen doch eigentlich Weberlis, oder? Die Originale, meine ich. Da erinnere ich mich noch dran. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, von gut und günstig entdeckt. Und dachte, komm, die nehme ich jetzt ausnahmsweise mal wieder für die Kinder mit. Die Sophie hatte sich noch ihre Lieblingschips, sagt sie immer. Diese kleinen Maisstangen, was auch immer. Maisgebäck mit Salz steht drauf. Jawohl, das haben wir noch mitgenommen. Dann einmal Vanillepudding. Ich weiß, ich habe eine Küchenmaschine. Sagt einfach nichts, bitte. So, dann habe ich noch heiße Tassen eingekauft für Celine und Janis. Die essen das ja mittags, gerade wenn ich nicht da bin, mal ganz gerne. Einmal Spargelcreme, einmal Tomatencreme durfte mit. Dann waren passierte Tomaten im Angebot. Ein Paket habe ich gebraucht, weil wenn es bei uns die Carbonara gibt, bekommt Sophie halt eine Tomatensauce. Aber wie gesagt, war im Angebot, deshalb habe ich gleich zwei Pakete mitgenommen. Dann habe ich insgesamt, also im Auto sind noch, Moment, lass mich überlegen, zwei Kisten Wasser und ich habe insgesamt 6-mal Apfelsaft und 6-mal Multivitaminsaft noch mitgenommen, weil die Kinder sich das ab und zu ganz gerne mischen. Ich trinke fast nur noch Wasser, aber einfach für den Geschmack habe ich mal ganz gerne noch ein bisschen Saft da. Und was ich auch noch im Auto habe, sind 6 Kartons Milch. Müsste ich dann halt auch noch hochschleppen, aber es war jetzt keiner da eben und deshalb habe ich jetzt nur mal so das, was jetzt unbedingt hoch muss, hochgetragen. So, 2-mal Spaghetti durften mit und da habe ich jetzt gesehen, da ist der Edeka ein bisschen teurer. Das günstigste Paket Spaghetti hat jetzt 1,20 € gekostet. Das sind aber so Nummer 5, also irgendwie sind die wesentlich dünner als die normalen Spaghettis. Genau, wie gesagt, 2 Pakete. Dann, um es wieder ganz einfach zu machen, aber ich habe diese Woche, ehrlich, mir steht es schon bis hier. Die Woche hat ja gerade erst angefangen, aber wir haben so viele Termine und ich habe so eine krasse Zeitnot. Aber ich bin ehrlich, wenn ich die Zeitnot nicht hätte, hätte ich es trotzdem gekauft. Kartoffelknödel, 2 Pakete zum schnell anrühren. Dann hatte sich Sophie noch ihre Lieblingsbonbons, wie sie mal so schön sagt, hat sie sich mitgenommen. Die erinnern mich so ultra an früher, an Kindheit. Ich glaube, die kennt jeder, ne? Ich gab es auch früher immer beim Arzt als Belohnung, wenn man brav war und gut mitgemacht hat. So, auch Rahmsoße habe ich jetzt auch diese Woche fertig gekauft. Also diese Woche ist ein schlimmer Einkauf. Da muss ich mir echt böse wieder was anhören, gell? Ich weiß. Naja, 2-mal Rahmsoße durfte mit. War übrigens im Angebot für 69 Cent. Kaffee hatte ich Glück, war auch im Angebot für 9,49 Euro. Und zwar von Melitta, der Bella Crema, La Crema, whatever. Normalerweise nehme ich auch die ganz günstigen, aber da er im Angebot war, war der wesentlich günstiger als die günstige, also 1 Euro günstiger als die günstige Variante bei Edeka. Und deshalb, ja, durfte der mit. Ganz wichtig, also ohne Kaffee geht hier nichts mehr mittlerweile. So, und dann, wie gesagt, war ich hier noch beim Bäcker. Da habe ich dann einmal ein Roggenmischbrot mitgenommen und ich lasse mir das meistens auch direkt gleich schneiden, weil ich keine Schneidemaschine habe. Und wenn ich das Brot schneide, ist das immer krumm und schief. Ja, oder die Scheiben sind dann so dick und auf der anderen Seite hauchdünn. Funktioniert nicht. So, und für heute Mittag habe ich noch 6 Brötchen geholt, 4 normale, 2 Sesam. Und da habe ich für Celine und Janis jeweils eine Puddingbrezel drin. Genau, das war unser Wocheneinkauf und ich muss mich jetzt beeilen, dass ich dieses Video ganz schnell fertig bekomme. Das dauert immer so lang zum Rendern, dass ich es euch auch wirklich pünktlich um 18 Uhr hochladen kann. Drückt mir die Daumen, mittlerweile ist nämlich schon 14 Uhr, dass ich das schaffe. Wenn nicht, verzeiht es mir, dann geht es halt heute Abend mal eine Stunde später online. Ja, in diesem Sinne, ihr Lieben, ich freue mich, wenn ihr natürlich auch in den nächsten Tagen wieder mit dabei seid. Und ja, freue mich wie immer über euer Däumchen nach oben, über euer positives Feedback unten in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns übermorgen zum neuen Video wieder. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.